Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Medieval Dynasty. Der denn jetzt her hier? Ja Leute, ich mache nochmal eine neue kurze Aufnahmesession. Erstmal muss ich mich entschuldigen für die letzten Folgen, falls sie ein bisschen zu hell waren. Aber ich denke, es geht noch. Ui, ich bin schon direkt geportet. Der Winter ist da! Ja gut, das wissen wir jetzt auch auf jeden Fall zu 100%, dass die Quests scheitern. Wenn man in ein neues wenn man in eine neue Jahreszeit geht. Ich hatte halt noch den Filter von Night of the Dead drin, ne? Und von daher war es teilweise ein bisschen heller. Zum Glück habe ich das nicht beim Winter gehabt. War Schnee, da ist sowieso alles hell. Von daher sollte das passen, weil das Spiel ja doch schon ziemlich dunkel ist. So. Jetzt müssen wir aber erstmal gucken, dass wir hier mal unsere Jungs alle. Hier. Sifrigida hat einfach immer noch kein Zuhause. Die beiden haben auch kein Zuhause. Jetzt müssen wir erstmal gucken, ob wir die einquartiert kriegen da in dieser. Ansonsten müssen wir den Zibraf zu uns nehmen. Und wir müssen die vier Weiber in ein Haus stecken oder so. Ich habe keine Ahnung, wir müssen es jetzt einfach mal ausprobieren. Aber ich kann hier kein Gebäude auswählen, Alter. Das ist natürlich schon scheiße, ne? Aber wieso kann ich hier generell gerade nichts auswählen? Ah, jetzt. Mhm. Weil hier habe ich ja eigentlich zwei Plätze frei, ne? Aber ihr seht, kann keinen reinballern. Denke mal, ich werde auch keinen bei mir ins Haus machen können. Verstehe ich nicht, ey. Tja, da geht's schon los, Leute. Da geht's schon los. Die ist schon ganz, weil die schon eine längere Zeit hier ist und hat kein Haus. Ja, aber ich kann doch jetzt nicht für immer neue Häuser bauen, Alter, wenn die. Hier, keine Gebäude. Wahrscheinlich, weil ich den Typen da reingeballert habe. Weil da stand ja irgendwas von Familie und so ein Scheiß. Bist du sicher, dass du diese Person aus seinem Dorf entfernen willst? Ja, bin ich. So, jetzt schauen wir mal, ob jetzt irgendwas geht, Alter. Auszuholen. Keine Gebäude. Versteh es nicht. Und ihm jetzt erzählen, ich muss für jeden Arbeiter ein Haus bauen, oder was? Aber ich konnte ja gerade auch zwei reinmachen. Eins von vier. Ja, bei ihr stand halt irgendwas von wegen Familie oder so ein Scheiß. Keine Chance, Alter. Ich kann sie natürlich auch nochmal wegschicken. Naja, ich habe ja eh gespeichert, komm. Aha, guck mal, jetzt kann ich das zuweisen. Das
natürlich scheiße, dann habe ich jetzt zwei Arbeiter weg. Also muss ich erstmal gucken, wer hier wichtig ist. Ja, die haben beide gute Redekunst, die könnten wir also ins Lager stecken. Sammeln, sammeln zwei. Hey, jetzt bin ich gespannt, ob das geht, Alter. So, Haus zuweisen. Bist du sicher, dass du die Familie in ein neues Haus übersiedeln möchtest? Familienmitglieder Jaro Mira. Guck mal, die, da steht wieder was von Familie, aber sie ist eine Einfamilige. Familienmitglieder Malvina, die ist auch alleine. Wenn die mir sagen wollen, die, das zählt alles als Familie und die brauchen alle ein einzelnes Haus. Ja, da kommt überall dasselbe. Akzeptieren. So. Gucken wir mal, wo die dabei packen können. Wahrscheinlich nicht. Alter. Ja, Respekt. Also kann ich immer nur eine Olle in ein Haus packen. Das ist Hardcore, ey. Das ist Hardcore. Tja, jetzt habe ich auch keinen Holzfäller mehr, weil ich den weggeschickt habe. Muss ich hier Holzfällen gehen. Kann sich ändern, Hasi. Haus hast du nicht. Ja, wenn das so gewollt ist, krass, Leute. Holzschuppen. So. Jetzt haben wir noch Siegfriede. Was kannst du? Schmiede. Bla. Ah, die hat wenigstens zwei beim Jagen. Die könnte also jagen gehen. Ja, du hast noch kein Haus. Bleib ruhig. Jagdhütte. Jäger. So. Das ist natürlich schon Hardcore, Leute. Vor allen Dingen, warum soll ich dann große Häuser bauen? Wo soll der Sinn sein? Müssen wir mal eben gucken. Ich meine, gut, im Endeffekt ist es wurscht, ob ich klein oder groß baue, weil, gut, es kostet natürlich wahrscheinlich mehr zum Bauen. Aber... Eieiei. Ja, ich werde den Spielstand eh erstmal laden, damit wir unsere anderen beiden Dudes auch noch wieder haben. Das machen wir auch. Weil die sind schon in einem Haus drinne, zwei, die sind schon mal okay, die sind am Stissel. Also man kann immer nur eine Frau und einen Typen pro Haus machen. Weiß nicht, ob die dann irgendwann automatisch irgendwelche Kinder erzeugen oder was weiß ich. Ich habe keine Ahnung. So, jetzt müssen wir kurz warten, dass wir geportet werden. Mudi setze ich eh erstmal hin. Ja, die beiden haben wir ja hier angelacht. Das Problem wird sein, ja gut, ich muss mich wahrscheinlich eh entscheiden, ne? Aber den Typen werde ich auf jeden Fall erstmal behalten als Holzfäller. Von daher musste ich nochmal laden. Ansonsten werde ich erstmal zwei Tussis wieder wegschicken müssen. Ich meine, wir können es auch nochmal ausprobieren.
die, die da ist, rauszunehmen aus dem Haus, ob wir dann noch eine, wieder eine andere dabei packen können. Das probieren wir mal aus. Ich ziehe mir aber mal eben warme Sachen an. Zumindest die beiden, die ich habe. Warum habe ich denn eine Zauberhaube und nicht mehr... Fellstiefel waren das. Warum habe ich denn zwei Hauben eigentlich? Weil ich die eine mal eingesammelt habe, ne? Okay. Gut, dann gucken wir doch jetzt nochmal. Alter, 605 Steuern? Alter, was jetzt passiert? Alter, also könnten wir denn mal irgendwie eine vernünftige Übersicht in diesem Spiel kriegen, was was kostet? Also hier habe ich 10, 30, 50, 90, 140, 160, 200, 270, 285. Also was mein Feld kostet, sehe ich nicht. Tiere habe ich noch nicht. Was mich die Bewohner kosten, sehe ich nicht. Gut, wir müssen jetzt eh welche rausschmeißen. Siegfrieda ist sowieso schon extrem sauer auf uns. Aber die wären noch besser wie... pass auf, wir machen das anders. Wir hauen mal Rat Moria weg hier. Löschen. So. Die Frage ist, wann aktualisieren sich die Steuern immer? Aber mich würde mal interessieren, ob ich jetzt Steuern für die... für hier pro Kopf zahle, oder was? Siegfrieda muss auf jeden Fall schon mal zügig in irgendein Haus rein. Die ist extrem stinkig auf uns. Ja, gut. Dann haben wir es geschnallt. Also wir können immer eine Frau und einen Kerl... ins Haus packen. Siegfrieda könnte jagen gehen. Da hat sie zwei. Dann machen wir das so erstmal. Boah, das ist auch sammeln, glaube ich, ne? Aber wir schicken sie mal... Oh, Jäger. Komm. So. Dann werden wir hier... Jarumina... Ich wollte ja auch kein Haus zuweisen, ich wollte die Arbeit zuweisen. Sammler. Bam. Und jetzt haben wir noch Malvina. Malvina ist super in Redebedarf hier. Und hat Schmied und hier Dingens. Ansonsten ist sie scheiße. Puh, ja, ich würde dir sagen, ich hau die erstmal in irgendein Lager rein. Einfach, um das mal anzutesten. Ressourcenlager. Oder Lebensmittellager. Ladenbesitzer, was? Ach, verkaufen die dann Sachen, oder was? Gut. Warte auf weitere Ereignisse. Blasels. Ja, wir müssen auf jeden Fall jetzt Häuser bauen, ne? Erstmal wollte ich mal die Quest hier aktivieren. So. Weil dann kriegen wir natürlich wieder. Ja, warte mal, wir probieren das nochmal aus eben. Aber ich glaube nicht, dass das geht, auszuwählen. Nee.
Krass. Krass, 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 krass. Die Frage ist halt. Warte, kann ich noch ein Gebäude bauen? Ja, ne? Eins konnten wir doch. Ja. Häuser. Naja, aber wo es jetzt ja sehen, guck mal, das ist ein einfaches kleines Haus. Ja, wofür soll ich denn große bauen? Wo soll der Sinn sein? Baue ich doch nur kleine. Ja, und jetzt. Alter, warum wiege ich denn so viel? Was habe ich denn alles mit? Ach hier, die ganze. Ganze Erntezeug. Ja, wir müssen dann gleich auch nochmal gucken mit den Lagern, was die jetzt dann an den Lagern machen. Das habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Tasche. Der Beete kann natürlich noch ins Ding rein. Dünger. Achso, genau, wir wollten ja wegen dem Flachs auch gucken, ne? Bete Samen. Jetzt gucken wir mal irgendwie in den Flachs. Das sollten wir ja hier. Aber ich denke, ich habe es verkehrt gekauft, ne? Ja. Flachsamen, Flachshalm, Flachsamen, ja. Selbst schuld. Idiot, ey. Es war halt genauso teuer. Hätte ich halt gleichzeitig schon Flachshalme gehabt. Naja, gut. So. Jetzt haben wir noch. Ja, die rote Beete, wie ich so viel. Vergammelter Fisch. Keine Ahnung, was können wir mit vergammeltem Zeug machen. Deswegen aber auch oben diese rote Zahl. Weil jetzt zwei Leute kein Zuhause haben. Das im Winter ist wahrscheinlich richtig, richtig super. Oh, die rote Beete hat auch 50 verloren, Alter. Belly, ey. Ich weiß nicht, was ich. Ach so, der hat nochmal. Was können wir damit machen? Sollte nicht gegessen werden. Naja, können wir vielleicht kompostieren, wäre halt schön irgendwie, ne? Anscheinend können wir da nichts mitmachen. Gut. Nein. Johanniskraut. 11 dabei, 11. Da machen wir 18. So. Ja, mir fehlt einfach, oder mir fehlt generell einfach Übersichten. Was die jetzt machen. Ich weiß auch nicht, wie viel Rundholz hier drin war. Das alles gerade ein bisschen. Ja, wie ich sagte, irgendwo im Menü, wo man sieht, was die jetzt tun. Was die produzieren. Ich meine, die eine ist jetzt Holz sammeln, ja, aber was bringt die? Was macht die? Wisst ihr, was ich meine? Ich werde jetzt auf jeden Fall nochmal ein Haus bauen. Ich brauche erstmal ein kleines. Mal eben, ob wir das. Ja, aber da weiß ich noch nicht, wie es mit den Schmieden läuft. Hier rein, dann könnten wir Schmieden nämlich hier runter bauen. Wäre es halt dumm, jetzt hier ein Haus nebenzustellen. Aber auf der anderen Seite würde es besser aussehen, wenn jetzt hier noch was stehen würde.
Speichern erstmal. Zack, zack. Dann bauen wir mal ein kleines Haus. Mal gucken, was wir brauchen dafür. Jetzt müssen wir es ein bisschen. Wow, das passt sogar fast. Auch. Okay, ich weiß jetzt nicht, wo ich einen Hammer habe. Ich mache einfach eben nochmal einen neuen. Ja, Hammer ist im Dingens hier im Lager, ne? Aber dann ist gut. So, dann schauen wir doch mal, was wir brauchen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so viel billiger ist wie das andere. Das ich sehe. Er hat schon wieder keine Ausdauer. Komm, ich hole eben Rumtölzer. Ja, es wird es. Ich meine, so viel kleiner ist es auch nicht wirklich, ne? Hätten wir also auch das große bauen können wahrscheinlich. Aber wir gucken einfach mal, was so der Unterschied ist. Aber wenn ich die da zusammen reinballer, heißt das gleich, dass die da loslegen oder was? Und irgendwelche Nachkommen züchten oder? Ist halt ein bisschen dumm, muss ich sagen. Also ich. Na gut, dass du nicht einen Kerl da beipacken kannst, wenn da irgendwie Weiber drin wären, aber dass ich nicht irgendwie zwei Frauen in ein Haus machen kann, das ist schon Banane. Ich meine, da sehe ich den Grund auch nicht. Also ganz ehrlich, kann ja auch sein, dass sie lesbisch sind. Warum soll man da nicht zwei Frauen in ein Haus packen können? So, das ist auf jeden Fall fertig. Ja, guck mal, die gehen schon direkt runter. Na gut, sie ist auf jeden Fall die etwas bessere auszuweisen. Ja, weil das wahrscheinlich bei einer Frau als Familie zählt, ne? Das ist das Problem. Was jetzt? Das war jetzt aber. Das geht nicht. Eieiei. So. Einfaches Haus. Ach, jetzt habe ich die Weiber getauscht, oder was? Das ist ja auch geil. Oder sagen, irgendwas habe ich doch gemacht noch. Also ich kann die durchtauschen. Ich kann den Zipraff ein bisschen Abwechslung geben. Lächerlich, ey. Einfaches Haus ist sie jetzt drin. Eins von vier. Ach, die sind jetzt komplett umgezogen, oder was? Warte mal, dann sind die jetzt in einem kleinen Haus. Einfaches kleines Haus. Ja, ja gut, das ist natürlich Banane. Wenn, dann gehst du in das einfache kleine Haus. So.
Ja, wir ziehen die wieder um. Genau. Okay. Naja, ich bräuchte jetzt noch ein kleines Haus. Ja, ist ein bisschen dumm geregelt, wenn ich, also finde ich. Also bedeutet auch, wenn ich mir hier meine weibliche Sekte aufbauen möchte, ja, brauche ich viele, viele Häuser. Eieiei. Ja, mal gucken, wann die abhaut, die Olle. Weil ich kann jetzt nichts mehr bauen. Häusertechnisch. Weil wir alles ausgelastet haben. Ich würde natürlich sagen, ich könnte natürlich noch mal irgendwas abreißen, aber was sollte ich abreißen jetzt? Bringt mir ja auch nichts irgendwie. Gut, Scheune bräuchten wir jetzt aktuell nicht. Wie sieht es jetzt mit der Steuern aus? Immer noch 605. Eieiei. Hammer. Eben Brunnenhölzer weg. Naja, die hat wieder. Also, es ist auf jeden Fall wieder ein Rundholz reingekommen. Ich hatte ja alle rausgenommen. Aber wäre halt schön, wenn man da irgendwo eine Übersicht hätte. Ne? Ist auch egal, ich pack das Stroh einfach hier mit rein. Naja, gut, Leute, so viel zum Thema Management. Das wollte ich wenigstens noch gemacht haben. Nicht, dass die mir hier alle weglaufen. Wollte ich mal eben gucken. So, ich habe doch jetzt hier eine zugewiesen. Ne? Das machen wir in der nächsten Folge. Ich mache noch eine Folge. Gut, in diesem Sinne, Leute. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst einen Daumen da. Alles andere in die Kommentare. Bedanke mich fürs Zusehen. Und hoffe, seid ihr in der nächsten Folge wieder mit am Start. Haut rein, bis dann. Tschüssi.